der letzten Episode. Hallo, willst du was kaufen? Ja, deswegen bin ich doch hier. Ja, ich schau's mir an. Hier ist mein Angebot. Meinst du, ich renne ans Ende der Welt, nur um zu labern? Du hast zwar Waffen. Wir arbeiten, keine Zeit zum Reden. Hey. Suchst du nach einer Waffe? Junge, ich will handeln und nicht labern. Sag mir, was du haben möchtest. Carla. Hallo, willst du handeln? Ja, natürlich. Ich habe ein paar Minuten, um mir dein Angebot anzusehen. Ich habe von allem etwas. Ich will garantiert nicht mit Rauchern reden. Jetzt mach Handel. Klar, ich schau mal, was du hast. Hier, aber sag bloß nicht Schrott dazu. Aber das ist doch genau das, was mich interessiert. Ja, okay. Und so geht's weiter. Herzlich willkommen bei Fallout 4, Episode 93. Die Ada ist extrem laut auf dem linken Ohr. Und wir wollen hier mal ins Hospital, weil wir eine Metzgerrechnung haben. Echt? Na gut, dann schauen wir mal, was der Metzger im Hospital macht. Okay. Sieht finster aus. Gut, dann müssen wir uns halt mit Licht nachbehelfen. Das soll ein Krankenhaus sein, echt? Okay. Ich kenne da so ein bisschen anders. Okay. Erstmal muss ich tun, was getan werden muss. Gut. Also wirklich viel zu durchsuchen gibt es hier anscheinend nicht. Gibt es OP-Tabletts, das ist super. Da kriegt man wahrscheinlich ein bisschen Aluminium zusammen. Open Sesam. Gut. Ja, rate mal. Na gut, ich würde mir sagen, ich komme nicht viel weiter. Raider. Gut. Eine Kaffeetasse. Ein überfälliges Buch. Was zum? Der Abschaum. Ich werde dich finden. Stand hier am Feuerfass? Wieso habt ihr so viele Feuerfässer hier? Komisch. Echt, hier gibt es auch einen Turm. Wo ist die kleine Schlampe hin? Gut. Achso, warte mal. Das müssen wir natürlich mitnehmen. Nur verfickte Feindlinge verstecken sich. Da komm doch raus, Junge. Na, ich glaube, wir sind nicht allein. Den ganzen Tag lang warten. Verstecken oder was? Ja. Das hat nicht ganz funktioniert. Und was? Das ist das Geschäft zum Krankenhaus, okay. Mhm. Mit einer 10mm Pistole, naja gut. In den USA ist das wahrscheinlich normal. Ne, andere Richtung. Ja. Wir nehmen mal nicht alles mit. Genau. Eine geschickte Art, das Schloss zu umgehen.
Flaschen. Geht's wieder nur weiter. Die Kohle haben sie schon leer getrunken. Irgendwo ist jemand unterwegs. Oh Mann, komm zurück! Ich hatte gerade voll den Spaß! Sturmgewehr. Das bringt wahrscheinlich sogar Geld. Komm raus! Dann mach ich's kurz und schmerzlos. Sind wir in der Bibliothek oder was? Ja, ja, jetzt gib's doch zurück. Wie viele Marken haben wir denn? 31. Wir könnten Stift, Haarbürste, also zwei Haarbürsten, beziehungsweise jede Menge Haarbürsten, ein Spielzeug außerirdische Gummibonbons oder ein Spielzeugauto. Viel Müll. Glaub mir. Scheiße, du versteckst dich vor mir. Du bist tot. Bam, Bücherterminal. So, hier hätte man auch reingekonnt. Gut. Na. Geschafft. Tschüss. Du gehst die Ader gleich mal durch. Ja. Abgedunkelt, ist alles nur Leder und Räder. Okay, dann gucken wir mal, was er oben gemacht hat. Ist hier noch jemand? Fühlt sich irgendwie nicht so an. Das Gefühl, wir sind schon durch. Normalerweise labern die ja immer. Die Terminals sind alle kaputt. Das war der Turm, okay. Viele Railroad-Agenten, okay. Das ist die Küche. Nee, das ist Labor, nicht die Küche. Sag, was haben die hier schon Spezielles gekocht? Hey Ada. Sie findet den Weg nicht drauf. Okay. Ich denke, da drüben gibt es nichts. Unten sind, echt? Irgendwas war doch hier. Achso. Klemmbrett. Okay. War hier mal was drin? Wecker. Okay. Ich hoffe, es geht rauf. Ja. Es ist so extrem ruhig. Ich glaube, das ist es nicht. Jetzt haben wir die Ader sowieso abgehangen. Naja, hört schon wieder einen Turm. Aber hier gibt es keine Raider oder was? Kampfmesser. Gut. Ein Jagdgewehr, naja gut. Das kannst du mal mitgeben. Das andere ist nur eine Schublade. Ja, da ist wieder da. Okay, wir gucken mal unten weiter. Irgendwo ist doch ein Turm. Hast du gehört, echt? Alter, was war da noch? Achso, 10 mm. Scheiße, was war das? Das waren eure Kippen. Ist nichts mehr. Nichts. Zumindest sieht es verdammt mal danach aus.
Ach so, durch das Loch, okay, alles klar. Ja, ja, da macht das schon gut. Dann gucken wir nur, was es Interessantes hier gibt. Noch ein Synth. Die Ader ist echt auf Zack, das muss man sagen. In Anführungsstrich natürlich. Ja, ja, ja. Nee. Noch keine Angst. Warum seid ihr alle so läppisch? Was Schande. Würde was? Da hinten. Gut versteckt. Dein Zeug ist den ganzen Aufwand vom relativ hell hier. Ich sehe nichts. Also ich sehe hier niemanden, okay? Dann gehen wir mal ordnungsgemäß hier runter. Willst wohl Spielchen mit mir spielen, was? Weiß ja nicht mal, wo du bist. Apropos Spielchen, da gibt es ja sehr viel Geld. Komm mal darüber. Da drüben ist noch was. Oh, ich weiß, dass du hier bist. Ich werde dich finden. Echt? Oh ja, ein Injektorgewehr. Na gut, wir können es aber mitnehmen. Ich bin noch nicht sicher, ob wir schon sowas haben. 10 mm, das ist uninteressant. Hm, das Püree, das essen wir doch gleich. Und Sturmgewehr. Ja, dann biete dich doch mal an. Jo, ich denke, das passt erstmal so. So, ich glaube, wir waren ja noch nicht fertig. Halt. Genau. Jetzt geht's hier wieder rauf, echt. Naja. So, jetzt haben wir hier noch ein bisschen Loot, aber irgendwie, ich bin noch nicht so 100% sicher. Da unten ist zwar ein Symbol, da müssen wir also noch runter. Hä? Ein leerer Gang. Das war aber nicht der Raketenwerfer, Junge, der war ja da oben irgendwo. Hm. Ja, genau, ich weiß, hier geht's weiter. Wir wollen hier nichts verpassen, meine Gute. Ich hoffe, wir kriegen das dann auch alles mit. So, da ist nichts drin, genau. Wollte ich nur noch mal schauen. Cocktail, der Rest kann hier bleiben. Letzte Update der Station Augusta. Okay. Was steht da drin? Guck mal, viele Magazine. Wir werden angegriffen. Ich wiederhole, wir werden an... Mein Gott, Augusta ist verloren. Sie werden jeden Moment hier sein. Sie wussten genau, wo wir sind. Sag... Sag was. Wow. Warst du derjenige, der jetzt getriggert wurde durch die Nachricht? Hm.
Gut. Hier links. Na, das hatten wir doch fast. Genau. Cool. Nochmal 13 Punkte. Es geht immer weiter runter, anscheinend. Büroschlüssel, na, das kriegt man wahrscheinlich auch so hin. Hä? Ich hab was gehört. Ja, da drüben. So, dann machen wir hier weiter. Der Rüstungswerkbank. Gut, vielleicht kommen wir ja von hier noch ran. Ja, genau. Jemand da? Die sind alle, anscheinend hier alle einzeln verteilt. Ich dachte, ich hätte alles genommen. Einzeln verteilt hier. Und ab und zu findet man ein bisschen Müll. Scheiße, das sieht nach einem Hinten. Ich werd verrückt, ich schwör's. Nächster! Wo geht's denn hier weiter? Irgendwo habe ich den Abzweig. Ah ja, hier habe ich den Abzweig verpasst. Gut. Relativ hell da drüben. Aufregung wegen nichts. Naja, ich finde schon ein paar Sachen. Vor allem Chems. Wer? Pilze. Nö, hier ist nichts. Ich sehe schon Geister. So, was gibt's denn hier hinten? Und? Ah, hast du gehört? Gut. Die Tür geht nicht auf. Nichts. Zumindest sieht es verdammt nochmal danach aus. Geht's jetzt wie wieder weiter? Muss man scheint runter, echt? Ah, da drüben ist er, okay. Scheiße, was war das? Sowas von tot. Ich bleib mal hier oben. Entschuldigen Sie, aber ich habe Sie verloren. Ah, du bist unten, gut. Irgendwo ist hier eine Todeskralle. Drin. Sicher. Gott, warum haben wir keine Punkte bekommen? Macht doch nichts. Naja. Hast du irgendwas? Eine Machete? Na gut. Auch bekannt als besonders langes Messer. Okay. Der Kollege. Hier ist noch ein Fusionskern, den nehmen wir natürlich mit. Da geht es anscheinend weiter. Okay, hier ist der Rundgang. Ende. Gut. Alles klar. Wenn Sie weiter dieser Strahlung ausgesetzt sind, werden Sie noch krank. Wieder was? Nicht genügend Energie. Bitte Schalter umlegen. Ich speichere nochmal. Ich glaube zwar nicht, dass hier noch großartig was kommt, aber man weiß es nicht. Der Rest kann drin. Beziehungsweise ein geballtes Sturmgewehr her. Solange wir es noch mittragen können, müssen wir wahrscheinlich als nächstes noch Sanctuary wieder ausladen. Dann gehen wir vor. Ist ja auch so ein guter Abschirmung gegen Strahlung. So, das heißt, das war's jetzt.
Anscheinend schon. Außen wird geschossen. So, hast du sonst noch was? Ja. Also dich muss jetzt auch nicht aufdrängen. So, wo sind wir jetzt hier? Das ist der Hintereingang wahrscheinlich. Gut, ich denke mal, da wir auch relativ voll sind, macht es wahrscheinlich Sinn, dass wir erstmal nach Sanctuary weggehen. Hey, was kann ich für dich? Kehr damit. Sei lieber vorsichtig. Ich kann. Gut, das hat funktioniert. So, was haben wir denn sonst noch an Dingen? Sachen reparieren. Ich denke, das war's hier. Schwieriger. Weiß nicht, was er wieder für Probleme hat. Mal Kanone, Signalteile, ja. Die Kala. Ist erstmal egal. So viel ist es lustigerweise gar nicht. Und waffentechnisch, glaube ich, haben wir auch nicht was Besonderes gefunden, sondern einfach nur gewöhnliche. Wir haben aber eine. Irgendwas an Kleidung gefunden. Wenn mich nicht alles täuscht. Und zwar. Wirst im Nahkampf getroffen, wird alle 60 Sekunden ein Tarnfeld erzeugt. Den Rest schaffen wir vielleicht mal Rinter. In diesen speziellen Behälter. Beziehungsweise kannst du erstmal alles nehmen. Oh, ich habe viele Waren zu verkaufen. Kennst du die Farm, die von Ghulen bestellt wird? Wahnsinn, oder? Hallo. Willst du was kaufen? Jetzt zeig doch die Ware. Ein paar Minuten, um mir dein Angebot anzusehen. Hier ist mein Angebot. Okay, das ist schon eine Minute weniger. Das ist eher gewöhnlich, das bringt mir eher weniger. Okay, belassen wir es mal so. Hm? Ich würde sagen, du hast nichts für mich. Vielleicht Kupfer? Nee, das passt eigentlich so. So, Junge, wie ist das mit dir? Du siehst ja aus. Hoffentlich bist du nicht meinetwegen hier. Natürlich bin ich wegen dir hier. Bist du nach einer Waffe? Jetzt handel. Dann lass mal sehen, was du so hast. Großartig. Schauen wir mal, der hat mehr Waffengedöns. Warte mal, wir haben hier so zwei angefangene Fusionskerne. So, das passt dann besser. Ansonsten. Gucken wir einfach, dass wir Sachen kaufen, die Sinn machen für uns. Waffentechnisch, naja. Ist eher so gewöhnliches Zeug. So wirklich viele spezielle Sachen haben die halt nicht. Wie man sieht. 519. Gott. So viel habt ihr gar nicht. Ich glaube, die Kala kann mehr bieten. Gucken wir mal, ob sie noch da ist. Ah ja. Wir schlendern auch nur hier lang. Ich glaube, sie ist gegangen. War dann schon beleidigt, dass wir nicht mit ihr handeln. Ja, die ist schon lange weg. Okay, alles klar. Ja, dann lagern wir das mal hier ein. Gut, das war eine Menge Stuff, alter Schwede. Wie ist denn das? Ich habe die falsche Taste gedrückt. Warte mal, stell die mal kurz ab hier. Ach, jetzt haben wir doch wieder einen zu viel, okay. Wir schauen erstmal, ob wir da irgendwas reparieren müssen. Nö, das sieht gut aus. Okay, alles klar. So, Enter. So. Die V-Taste ist das.
Und zwar, ich habe eine Mod installiert. Ich weiß aber nicht, ob die funktioniert. Ich weiß jetzt auch gar nicht, wo das einsortiert wurde. Nee, das, ich will jetzt eigentlich nicht sowas bauen. Schutzressourcen, Läden. Nee, Läden bestimmt nicht. Dekorationen, Möbel. Vielleicht nur Spezial. Also unter Tisch. Was haben wir denn da? Ne, das sind alles so normale Tische. Okay. Da müsste ich mich wahrscheinlich nochmal informieren, wie das geht. Anseher ist das nur. Nee, das funktioniert so nicht. Ich habe keine Ahnung. Das sollte was sein, womit man Siedlungen managen kann. Keine Ahnung, wie das erreichbar ist. So, wir schauen mal kurz in die Mission. Genau, jetzt müssen wir noch Bericht erstatten. Sicher Kingsport, Leuchtturm und nutze dann die Werkstatt. Zusammenfassung. Hem, okay. Gut, dann haben wir die mal erledigt. Wetterfahne. Wo müssen wir da hin? Ups, irgendwo da drüben hin. Warte mal, wir schlafen mal eine Stunde. Da wir sowieso wieder 12 Tage reisen, kann man wenigstens mal eine Stunde schlafen. So. Oder ist bald durch. Dies wird uns helfen. Good Neighbor. Parkierung, nein. Wir haben ihn schon entdeckt, aber du willst es nicht. Park Street Station, Swans Teich. Na gut, okay. Irgendwie müssen wir ja hinkommen. Das ist irgendwo da drüben. Natürlich haben wir hier wieder Nacht. Beziehungsweise, ja doch, abends, genau. Da lang nicht. Gut. Halt. Ich nehme das alles mit. Die Räder schreien wieder irgendwo rum. Ja, natürlich. Ich lade doch nur nach. Ist immer noch jemand unterwegs irgendwo. Huch. Laserscharfschützengewehr anscheinend. Okay. Da geht's wieder irgendwo rein. Ja, was willst du machen? Wieder finster alles. Das kann doch nicht wahr sein. Gib mir mal das Essen. Das kann man noch gut verkaufen. Da geht's nicht weiter. Okay. Ich habe das Gefühl, es geht nur hier unten weiter. Sehr merkwürdig. Okay. Nee, kein Radio, dann kommt wieder nur Gestammel. Ja, anscheinend. Das Einzige, wo es weitergeht, ist der Fahrstuhl, echt? Hey, Ada. Jetzt oben. Ja, du auch. Okay, alles klar. Ja, ansonsten geht's hier wieder raus. Echt, das war alles. Uiuiuiuiui.
Meine Züge, das kann doch nicht wahr sein. In der Zeit kannst du eine Doktorarbeit schreiben. So, nu? Nee. Ja, und nu? Ja, komm hoch mit dir. Ist doch fast draußen gewesen. Ja, ich geh doch hier drauf, so. Ich wüsste gerne, was ich sehen soll. Ah, da unten habe ich was übersehen, okay. Dann gehe ich erstmal darüber. So. Ach, da unten, ja, okay. Es ist nicht mehr da. Hallo. Bahn frei. Ich denke schon. Gut. Okay, wir sind hier in der Nähe eines Signals anscheinend. Combat Zone. Ist das vielleicht ein... Ja Gott, das ist was, was man entdecken kann. Gut. Wo müssen wir eigentlich weiter? Wir müssen in die Richtung, okay. Verliert hier schnell die Richtung. Ja, okay. Hier ist leider nichts. Mal gucken, ob man da rauf kann. Auf jeden Fall gibt es. Ja, die Railroad sagt rauf, okay. Dann gehen wir mal rauf. So. Hier. Danke. Ist nicht ganz die Richtung, die wir müssen, aber hey. Ist das denn hier oben? Es geht auf jeden Fall noch höher. Hallo. Wenn Sie da draußen sind, finden wir Sie. Erfind Sie mal. Gut. Er sieht sauber aus, gut. Kannst du ja selber nochmal gucken, ob du was findest. Na gut. Und mehr so Rekruten. Halt. Genau. Ja, du bist ja wieder leer. Da kann man nachher wieder was in dich reinstopfen. Ist auf jeden Fall schön, dass man hier immer weiter hochkommt. Oh ja, und immer weiter hoch. Wo ist denn die Mila-Geschichte? Da drüben, echt? Was gibt's hier? Ein Ort, da ist doch irgendwas. Warum jetzt gibt's schon her?
weit muss ich gehen? Ein Vollstrecker. Fallen Sky Bridge, okay. Ein Biest. Vielleicht da oben lang. Was haben wir denn sonst noch für Waffen? Da ist nicht so viel da, das ist sogar noch viel weniger. Wieso haben wir nur 200? Das ist doch viel mehr. Warte mal, gehen wir auf die... Ja, Munition. Fusionszellen, 2917. Ich muss ja nicht nachladen. Boah. Das ist einfach das Lasergewehr, Junge. Ja, wir gehen da jetzt nicht rein. Ich weiß, dass das jetzt dahin zeigt, weil wir jetzt hier oben drauf sind, aber das ist natürlich nicht richtig. Ich springe einfach runter, dann passt das. Gucken, dass da unten auch freie Bahn ist. Wir können ja auch sicherheitshalber mal speichern. Wenn das natürlich bedeutet, dass das Spiel wieder 20 Minuten lädt. Habe ich die Ader getroffen. Verwundet, Junge. Du bist nicht verwundet. Ja, Junge. Ups. Ein leuchtender Mutant. Ein legendärer leuchtender Mutant. Und echt. Was hast du denn, Junge? Nice. Na, wir gucken uns das mal an. Das ist vielleicht gar nicht schlecht. Das ist so jetzt aber ein Hammer. Ist ja richtig was los. Gut. Nee, Finger weg. Hallo? Wenn du direkt hinter mir stehst. Kann sich ersetzen, okay? Wir sind nicht im Kampf. Ist überhaupt keiner da. Ja, definitiv nicht. Setze mich halt hier drüben hin, so. Ja, ich habe jetzt eine Mod installiert, wo man überall warten kann. Das geht aber nur über die Konsole. Und das ist natürlich ein bisschen blöd. Ich dachte, das wäre ein bisschen immersiver. Na gut. Ja. So, falsche Taste. Oh, die sind ja identisch. Gut, Leute, in der nächsten Folge, wir gehen weiter. Mila aufbauen, das heißt wahrscheinlich auch wieder ein paar böse Jungs vermöbeln.
Mal gucken, auf welches Gebäude wir raufgehen. Ja. Das wird sicherlich interessant. Jetzt ist es auch hell. Na gut, da kann man ja wieder ins Gebäude. Ja, ist auch egal. Hauptsache, man sieht draußen ein bisschen was. Sehr schön. Danke euch fürs Zuschauen. Ich wünsche euch einen coolen Tag. Wir sehen uns. Macht's gut. Ciao.